Also, ich weiß von diesem Spukhaus. Warum gehen wir nicht morgen hin und sehen es uns an? Sucht ihr zwei nach dem Spukhaus? Ah! Lass uns hier verschwinden! Was ist hier los, Jack? Er ist ein Lügner und ich würde ihm nicht über den Weg trauen. Die Polizei war gerade bei mir zu Hause. Sie wollen, dass ich zum Verhör komme. Sie sagten, dass Hannah und Jack verschwunden sind. Was? Es wird einfach nicht dasselbe sein, wenn du nicht hier bist. Ich werde dich so sehr vermissen. Meine beste Freundin Sally würde in Spanien leben, praktisch auf der anderen Seite der Welt. Du wirst immer noch Jack und Lila haben und wir können jetzt jeden Tag reden. Ich weiß, aber es ist nicht dasselbe, wenn du nicht hier bist. Es wird für immer so sein. Vielleicht kannst du mich in Spanien besuchen? Ich wusste, dass das nicht passieren würde, aber es war ein schöner Gedanke. Ja, man kann ja nie wissen. Sally flog am nächsten Tag nach Spanien. Jack, Lila und ich fuhren zum Flughafen, um sie zu verabschieden. Ich konnte die Tränen nicht zurückhalten. Jack legte seinen Arm um mich und umarmte mich. Kopf hoch, du hast ja noch uns. Ich lächelte ihn an und scherzte. Das macht mir ja die Sorgen. Ach, du weißt doch, dass du mich wirklich liebst. Die nächsten Jahre vergingen wie im Flug. Ich begann viel Zeit mit Jack zu verbringen. Lila war die meiste Zeit damit beschäftigt, ihrer Familie zu helfen. Also waren wir oft nur zu zweit. Ich hatte vorher gar nicht bemerkt, wie süß Jack war. Er war auch wirklich lustig. Es dauerte nicht lange, bis ich anfing, Gefühle für ihn zu haben. An einem heißen, sonnigen Nachmittag im Juli spitzte sich alles zu. Ich war bei Jack zu Hause und saß im Garten, als er nach Hause kam und ein Eimer Wasser auf mich schüttete. Ich dachte, du willst dich abkühlen, stichelte er. Ich quietschte und sprang auf und jagte ihm hinterher. Und als ich ihn schließlich gefangen hatte, fielen wir lachend ins Gras. Plötzlich hörte er auf zu lachen und schaute mir in die Augen. Hannah, ich glaube, ich bin dabei, mich in dich zu verlieben. Mein Herz hüpfte vor Freude und ich bekam die Worte raus. Mir geht es genauso. Aber bevor ich weitermache, stellt doch sicher, dass ihr liked und abonniert und die Glocke aktiviert. Wenn ihr das tut, könnt ihr euch auch verlieben. Zwischen Jack und mir wurde es sehr schnell ernst. Ich habe Sally gegenüber nicht erwähnt, als ich mit ihr sprach. Ich weiß nicht wirklich warum, aber ich fühlte mich ein bisschen schuldig. Ich vermutete, es lag daran, dass ich immer noch den heimlichen Verdacht hatte, dass Sally heimlich in Jack verknallt war. Aber Sally war nicht hier. Sie hatte die beste Zeit ihres Lebens in Spanien. Also warum sollte ich nicht auch etwas Glück haben? Jetzt war ich auch mal in der Reihe, egoistisch zu sein und das zu haben, was ich wollte. Ich war so glücklich, als ich den Anruf von Sally bekam, in dem sie mir mitteilte, dass sie nach Hause kommen würde. Sie war 5 Jahre lang weg und obwohl ich Jack hatte, vermisste ich immer noch die Gespräche mit meiner besten Freundin. Ich war nicht mehr nervös, Sally zu sagen, dass ich mit Jack zusammen war. Ich war mir sicher, dass sie sich für mich freuen würde. Aber als sie es herausfand, begannen sich die Dinge zu ändern. Sie fing an, wirklich gemein zu mir zu sein. Sie machte jede Ausrede, die sie sagen konnte, um nicht mit mir rumzuhängen. Einmal sind wir zu viert ins Kino gegangen. Jack und Lila holten Getränke, während Sally und ich in der Schlange warteten, um die Karten zu kaufen. Sally, ich kann es immer noch nicht fassen, wie braun du bist. Deine Haut sieht toll aus. Danke, ja, ich denke, ich sehe gut aus. Besser als so eine kränkliche, blasse, weiße Farbe wie du. Ich konnte meinen Ohren nicht trauen. Sally war immer nett zu mir gewesen. Warum sollte sie sowas Fieses sagen? Sally, das war aber richtig gemein von dir. Ich war total verletzt. Sally, warum sagst du denn sowas? Naja, es ist die Wahrheit, du siehst so blass aus. Für den Rest des Abends sprach ich nicht mehr mit Sally und sie auch nicht mit mir. Tatsächlich verbrachte sie die meiste Zeit damit, sich mit Jack zu unterhalten. In der folgenden Woche war ich bei Jack zu Hause, als er sagte, dass er ein Barbecue plane. Ich rufe Sally an und frage sie, ob sie mitkommen kann, sagte Jack. Hallo Sally, ich rufe nur an, um dich für morgen zum Barbecue zu mir nach Hause einzuladen. Ich hörte Sallys Stimme sagen, das wäre toll, wer kommt noch? Oh, nur Lila und Hannah natürlich. Oh, sorry, ich kann nicht kommen. Mir ist gerade eingefallen, dass ich schon was vorhabe. Oh, das ist aber schade, Sally. Vielleicht ein andermal. Jack legte den Hörer auf. Sally ist beschäftigt, wir werden also nur zu dritt sein. Ich sagte nichts zu Jack, aber ich war mir sicher, dass Sally gelogen hatte, als sie behauptete, Pläne zu haben. Erst als Jack gesagt hatte, dass ich dabei sein würde, hatte sie ihre Meinung geändert. Ich begann mich zu fragen, ob Sally mir wegen Jack aus dem Weg ging. Aber so besessen würde sie sicher nicht sein. Sie hatte ja nicht mal so viel mit Jack gesprochen, bevor sie nach Spanien abreiste. Es waren ein paar Wochen später, als ich zu Hause war, als ich ein Klopfen an der Tür hörte. Ich öffnete die Tür und sah Sally, Lila und einen Typen dort stehen. Sie sahen alle zu Tode erschrocken aus. Ich sagte, sie sollen reinkommen. Wart ihr im Spukhaus? Was ist passiert? Sie erzählten mir, dass sie zu dem Haus gegangen waren und Blut aus der Vordertür kommen sahen. Oh mein Gott, kein Wunder, dass ihr alle so verängstigt ausseht.
Jack ist im Wohnzimmer. Ihr geht da durch und ich mache euch allen eine Tasse Tee. Ich ging in die Küche und wollte gerade den Wasserkocher aufsetzen, als ich einen Aufruhr aus dem Wohnzimmer hörte. Als ich hineinging, um zu sehen, was los war, konnte ich es nicht glauben. Jack kämpfte mit dem Typen, der mit Sally und Lila gekommen war. Sally und ich schafften es schließlich, sie zu trennen, aber nicht, bevor sie sich beide gegenseitig einige Wunden zugefügt hatten. Ich sagte Sally, sie soll gehen und ihren Freund mitnehmen. Jack erzählte mir alles über diesen anderen Typen. Michael heißt er. Ich dachte mir, dass Sally sich dafür entscheiden würde, mit jemandem wie ihm rumzuhängen. Aber dann fühlte ich mich traurig. Sally und ich waren mal beste Freundinnen. Wie konnte ein Typ zwischen uns kommen? Ich hatte gerade begonnen, Jacks Wunden zu säubern, als ich ein Geräusch hörte. Was war das für ein Geräusch? Ich weiß es nicht, ich sehe mal nach. Sei vorsichtig, es ist dunkel da draußen. Jack ging nach draußen, um nachzusehen. Ich wartete und wartete, dass er zurückkam. Aber er kam nicht. Ich begann mir wirklich Sorgen zu machen und ich wollte Sally um Hilfe rufen. Aber da wir uns nicht so gut verstanden, entschied ich mich dagegen. Ich fühlte mich zu verängstigt, um alleine nach draußen zu gehen. Stattdessen ging ich zum Fenster und schaute raus. Ein Gesicht war plötzlich vor mein Fenster aufgetaucht und ließ mich aus der Haut fahren. Es war eine Frau mit langen Haaren. Ich stieß einen lauten Schrei aus. Gleichzeitig zersprang das Fenster und das Licht im Raum ging aus. Ich konnte in der Dunkelheit nichts sehen. Ich versuchte, nach dem Lichtschalter zu tasten, als ich plötzlich spürte, wie jemand seine Hände über meinen Mund legte. Dann wurde alles schwarz. Ich öffnete die Tür und sah Lila dort stehen. Lila, was ist denn jetzt los? Die Polizei war gerade bei mir zu Hause. Sie wollen, dass ich zum Verhör komme. Was? Wieso? Die haben gesagt, dass Hannah und Jack verschwunden sind. Was? Wart die hier. Ich hole Michael und wir gehen sie suchen. Ich rief zu Michael, mit uns zu kommen. Wir müssen zu Hannahs Haus gehen und sie und Jack sind verschwunden. Vielleicht können wir helfen, sie zu finden. Nun mach schon. Was meinst du damit, sie werden vermisst? Die Polizei hat gerade Lila zu Hause gesagt, dass Hannah und Jack verschwunden sind. Sie können sie nirgends finden. Wir drei fuhren sofort zu Hannahs Haus. Aber als wir dort ankamen, war das Haus abgeriegelt und die Polizei war überall. Entschuldigen Sie, wir sind Freunde von Hannah und Jack. Haben Sie schon etwas gefunden? Nein, haben wir nicht. Vielleicht können Sie uns ein paar Fragen beantworten. Ich nickte und fühlte mich wirklich schuldig, weil wir uns gerade mit Hannah und Jack gestritten hatten. Ich wollte alles tun, was ich konnte, um zu helfen, sie zu finden. Natürlich, wir werden alles tun, was wir können, um zu helfen. Der Polizist führte uns mit einem anderen Polizisten rüber, der sich Notizen machte. Diese drei sind Freunde der Vermissten. Ich möchte, dass Sie sie befragen. Der Polizist stellte uns dreien einen Haufen von Fragen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir ihnen überhaupt geholfen haben, aber er schien zufrieden mit dem, was wir erzählten. Danke, ihr wart wirklich hilfreich. Ich dachte, dass Michael mit uns zum Haus kommen würde, aber als wir am Ende meiner Straße ankamen, blieb er stehen. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach nach Hause. Ich bin sicher, ihr zwei solltet alleine bleiben. Okay, tschüss, bis dann. Ja, tschüss, bis dann. Als er gegangen war, drehte sich Lila zu mir um. Ich bin sicher, dass er was damit zu tun hat. Das ist doch verrückt. Natürlich hat er das nicht. Warum sollte er ihnen was antun wollen? Aber auch wenn ich die Worte aussprach, hatte ich selbst einige Zweifel. Michael hat doch ein Motiv. Er hat sich mit Jack gestritten und vielleicht wollte er sowohl Jack als auch Hannah aus dem Weg räumen, damit er mit ihr alleine sein kann. Ich war nicht ganz von dem überzeugt, was Lila sagte, aber ich wurde ein wenig misstrauisch. Am nächsten Tag bekam ich einen Anruf von Michael. Hey Sally, willst du zu mir nach Hause kommen, ein bisschen abhängen? Schmetterlinge begannen in meinem Bauch zu flattern. Fragt er mich nach einem Date? Doch dann schlich sich der Gedanke in meinen Kopf. Was, wenn er der Kidnapper war? Was, wenn er wirklich Hannah und Jack hatte verschwinden lassen? Aber ich mochte Michael wirklich, also beschloss ich, es zu riskieren. Das klingt toll. Ich komme gerne vorbei. Ich freue mich schon drauf. Als ich in Michaels Haus ankam, sah er glücklich aus, mich zu sehen. Hey Sally, komm rein. Alle Zweifel, die ich gehabt hatte, verschwanden sofort, als ich ihn sah. Ich wusste, dass Michael ein guter Kerl war. Er würde definitiv nichts mit dem Verschwinden zu tun haben. Er führte mich in den Aufenthaltsraum und ich setzte mich. Willst du einen Film oder sowas gucken? Klar, das klingt toll. Ich hole dir einen Drink, es dauert nicht lange. Michael ging in die Küche und ich begann, mich im Zimmer umzusehen. Überall waren Fotos seiner Familie verstreut. Plötzlich entdeckte ich etwas, das mein Herz sinken ließ. An der Kante eines Stuhls hing ein rotes Halstuch, aber nicht irgendein altes Halstuch. Ich wusste, dieses Halstuch gehört Hannah. Ich würde es überall erkennen. Es gehört meiner Hannah. Warum hast du Hannahs Kopftuch in diesem Haus? Du warst es, nicht wahr? Du warst derjenige, der Hannah und Jack hatte verschwinden lassen. Wo sind sie? Sag es mir jetzt sofort.
Nein, ich war es nicht. Ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Wie kannst du nur so etwas über mich denken? Ich glaube dir nicht. Ich weiß, dass du etwas mit meinen Freunden gemacht hast. Ich rannte aus seinem Haus, so schnell ich konnte, und ging direkt zu Lailas Haus. Laila! Laila, ich glaube, du hattest recht. Mike ist derjenige, der die beiden entführt hat. Er hatte Hannas Kopftuch in seinem Haus. Was sollen wir denn jetzt machen? Wir sollten die Polizei anrufen. Sie sollten sich darum kümmern. Ich wollte gerade den Hörer abnehmen, als plötzlich Michaels Gesicht am Fenster erschien. Laila und ich sprangen beide auf und stießen einen Schrei aus. Lasst mich rein, bitte. Ich verspreche, dass ich alles erklären werde. Ich sah Laila an, um zu sehen, was sie dachte. Ich denke, wir sollten es nicht tun. Er könnte gefährlich sein. Was ist, wenn er uns auch entführt? Komm schon, Laila, er hat eine Chance verdient, seine Seite der Geschichte zu erzählen. Lass sie uns anhören. Okay. Ich öffnete die Tür und wir sagten ihm, er soll reinkommen. Okay, du hast 5 Minuten Zeit, dich zu erklären, oder ich rufe die Polizei. Ich kenne Hannah schon lange. Sie kam oft zu mir nach Hause zur Nachhilfe. Sie muss ihr Kopftuch mal dort gelassen haben. Was Michael gesagt hatte, klang sehr plausibel und ich fühlte mich ein bisschen dumm, weil ich voreilige Schlüsse gezogen hatte. Es tut mir leid, ich hätte dich nicht so beschuldigen sollen. Natürlich glaube ich dir. Ich wusste nicht, ob Laila ihm glaubte oder nicht, denn bevor sie die Chance hatte, etwas zu sagen, platzte die Tür auf und die Polizei kam hereingestürmt. Sie schnappten sich Michael und legten ihm Handschellen an. Sie sind verhaftet, weil sie im Verdacht stehen, das Verschwinden von Hannah und Jack verursacht zu haben. Ich sah Laila geschockt an. Was ist denn hier los? Ich war so verwirrt. Das ist nicht wahr. Ich bin unschuldig. Ihr müsst mir glauben. Du wirst genug Zeit haben, deine Unschuld zu beteuern, wenn wir dich auf die Wache gebracht haben. Die Polizei brachte Michael weg und ich setzte mich neben Laila auf das Sofa. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Michael klang so überzeugend, als er sagte, er hätte nichts damit zu tun. Was denkst du denn? Ich weiß es auch nicht, aber die Polizei würde ihn doch nicht verhaften, wenn sie nicht genug Beweise hätten, oder? Ich kann nicht glauben, was in so kurzer Zeit passiert war. Die größte Frage ist, wo sind Hannah und Jack? Wir beide saßen schweigend da, tief in Gedanken versunken, als uns das Klingeln der Türglocke in die Realität zurückholte. Ich ging hin und öffnete die Tür, aber als ich sah, wer dort stand, fiel mir vor Schreck die Kinnlade runter. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, bleibt bitte bei dem Kanal für Episode 3 dran. Was denkt ihr? Ist Michael unschuldig oder schuldig? Kommentiert unten.